Ja, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker 2 gemeinsam mit Kino. Grüß die Ziege. Wir müssen schnell machen, Kino hat nicht mehr viel Zeit. Also jetzt eine 20-Minuten-Folge. Genau, deswegen haben wir jetzt einen schönen 20-Minütiger raus. Und das Geile ist, dann haben wir beide jeweils 6 Folgen. Ja. Haben wir 12 Folgen innerhalb von 2 Tagen aufgenommen, krass. Das ist schon nicht schlecht. Wenn wir gestern noch gehabt hätten, das ist immer leider was dazwischen gekommen, aber dann hätten wir richtig was gehabt. An der Stelle Fun Fact, ich habe ja gesagt, ich konnte deswegen nicht so lange, weil mein Vater ja auf einem Geburtstagsserver war. Ja. Er hat gesagt, er ist um 9 wieder da. Also er hat gesagt, wenn er vielleicht früher kommt, 8:30. Weißt du, wann er gekommen ist? Wahrscheinlich so gegen 11 oder so. Um 12:30! Wir hätten so lange aufnehmen können, Junge, wenn ich das gewusst hätte. Ich hätte halt eher sowieso erst um 20 oder 21 Uhr gekonnt, das wäre nicht ganz sicher gewesen. Wären auch 3 Stunden gewesen, die sie vielleicht rausgegangen wären. Nee, weil ich noch eine Achse gebaut habe für einen Bollerwagen. Das hat mich so aufgeregt, weil ich mir dachte, ey, ja gut, normalerweise kommt man sogar früher gerne nach Hause. Und an den Abend waren wir mal wieder keine Grenzen gesetzt. Ja. Nein, aufpassen! Auf was? Ja, da kommt vor, der Weg ist eventuell zerstört schon. Du musst mit dem Ding. Ja, dann kann ich auf Neustadt gehen. Lebst du noch? Ja, ne? Oh. Ja, dann brauchst du gar nicht versuchen, der Weg ist weg. Eventuell können wir es vielleicht auch playen. Ja, da sind wir die Bosse. Da möchte ich einmal auf die letzte Folge verweisen, wo wir geht. Der kommt hoch. Spring rüber. Passt. Aber jetzt geht's nicht mehr. Ich würde auch gehen mit Anlauf. Okay, da komme ich dir jetzt, glaube ich, zu Hilfe, weil das wird sonst kritisch. Wo gehst du vor? Boah, hast du es gesehen? Fuck! Ich wollte nochmal meine Nase schön im Feuer zucken. Oh, weg da! Entschuldigung. Checkpoints. 100 auf Kette, aufpassen. Hund auf Kette. Also ist dein Hammer auf Bruder, den Hund auf Kette? Genau. Den Kugel auf Willi oder was? Bruder auf Hammer, ja genau. Hund auf Kette, why not? Hört sich geil an. Hund auf Kette, Alter. Damit du schon mal einen Folgentitel hast. Oh, apropos Hammer von Bruder. Fuck! Was war das denn, Alter? Ich hab keine Ahnung, der Wind hat's verhindert. Und dann noch die, Säge auf Kette natürlich. Säge auf Kette. Mein Liebling. Säge von Kette, wenn dann, oder? Weißt du, so adelige Titel, so wie Baron Skill. Aber da gibt's ja auch noch das Flammenrad. Also die Attacke aus Pokémon. Ja, das Rad von Flamme. Das Rad von Flamme. Warum ist dieser Hammerbruder schon wieder da? Oh, dieser Hammerbruder. Ich geb dem jetzt gleich einen Maggie-Gutschein, dass er von da verschwindet. Ah! Wow. Die alter Schwede. Weißt du, wenn wir noch Lea hätten, die so unnötige Statistiken immer geführt hätten, weißt du? Ja. Die könnten uns wahrscheinlich sogar sagen, an welchen wir am meisten verreckt sind. Also an welchen Gegner? Ja, genau. Und ich glaube sogar, dass der Hammerbro da nicht nur weit vorne ist. Ich glaube, da wäre sogar vielleicht die Piranha Plant die Nummer 1. Bei mir hätte ich vielleicht sogar Mancha gesagt. Nee, Piranha Plant, weil Lancia und Dia haben wir ja immer wieder Probleme. Und viele Levels sind ja mit denen, zum Beispiel diese Speedruns. Ja. Aber bei mir hätte ich trotzdem Mancha gesagt. Die Teile. Wow. Da gehe ich ja in jeden rein, in jeden Mannschaft. Deine Haupttodesursache ist eher On-Off-Block. Mittlerweile nicht mehr so oft. Aber auch noch oft, ja. Aber ich glaube, Piranha Plant wäre das häufigste. So schnell, wir haben nicht mehr Hammer, viel Zeit. Hammer, Bruder. Danke. Ja, ich gehe in die Lava lieber baden. Macht mir ja Spaß. Ich wollte gerade sagen, so Leute, da ist die Folge lang genug. Stimmt ja gar nicht. Machen wir mal den True Play Move, oder? Du weißt jetzt nicht, was ich damit meine, oder? Nee. Der Kollege, der nur ein Level pro Part spielt. Ach, der. Über den ich so viel rede. Wobei ich mittlerweile bei einem, von einem amerikanischen YouTuber habe ich das gesehen. Der bringt auch immer so ein Level pro Folge, aber der bringt die nicht als Video, sondern als Short. Ist auch, ja, da kenne ich aber auch welche, die das machen. Flirting with a Bonbon. Oh no.
Das ist zwar auf einer Seite cool, aber da fehlen die ganzen Fails, weil da wirklich nur der Try eingeblendet ist, wo man schafft. Ich hab zu viel mit den von den Manchas gelabert, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Da hast du deine Manchas, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber noch bin ich nicht an den gestorben. Oh, da kommt noch mehr, geil. Der ist asozial. Geh nochmal zurück hier. Wie geht dieser Sprung? Ist, da brauchst du Anlauf bei dem einen Sprung, weil sonst geht das nicht. Nee, so Anlauf nicht, meinte ich aber. Achso. Erst bei dem nächsten Sprung. Hier jetzt. So. Oh, fuck! Ich hab wieder zu fest gedrückt. Ah! Ich bin noch da. Das sah nicht ganz gut aus. Kommst du? Okay. Nee, ich bin jetzt am Anfang. Ja, ich wäre noch dort gewesen. Ich habe mich nämlich noch gerettet. Achso. Also, ich fand den Anfang jetzt nicht schwer, deswegen. Habe ich gedacht, ich gehe einfach mal. Das Problem ist, mir ist kalt in den Händen, deswegen drücken die ab. Wirklich, Alter, meine Hände, die schwitzen sofort vorn gerade. Ich weiß nicht, bei mir ist gerade, meine Hände sind gerade heute richtig kalt, ich weiß nicht warum. Ja, genau hier meinte ich diesen scheiß Anlauf. Ah, alles klar. Boah, Alter, diese Stacheln sind so mies. Die Stacheln sind richtig mies platziert. Ja, also der ist echt hart, der Sprung. Schlimmer als jeder Jump-League-Sprung im letzten Modul. Da kenne ich mich nicht mit aus. Oder bist du wieder der Experte? Sei froh, Jump-League, Alter, das waren heftige Zeiten. Das waren ganz, ganz heftige Zeiten. Wo will ich denn jetzt hin? Wie hieß der so nochmal, der das gehabt hat? Oh, fuck. Ja, gut, so geht's natürlich. Leicht. Warum? Weil ich Legend machen wollte. Ja, Legend habe ich gesehen, wie du es machst. Du hast geschissen, ne? Und jetzt hast du auch die Quittung dafür bekommen. Ich habe sofort von geschissen, Alter. Warum, Alter? Wie soll das gehen? Ja, schon wieder. Sorry, aber wie krass lang... Ja, das geht doch nicht so, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Hat der da irgendwo was versteckt? Hat der irgendwo vielleicht einen Powerblock versteckt, damit wir die Manches da oben klatschen können? Weil anders kann ich mir den Sprung nicht ja, da macht es aber auch keinen Sinn. Wenn dann ein Stern oder sowas. Ein Stern wäre logisch. Ich suche jetzt den Anfang ab. Versuch mal unter der Tür. Da könnte ich mir gut vorstellen. Ja, erstmal wollte ich den Manche knutschen. Ausgesetzt, da kommt man. Unter der Tür könnte ich mir vorstellen. Er kann mir nicht erzählen, wie er das geschafft hat. Aber ich glaube, es ist möglich mit Sprinten. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, es geht nur so. Ja, gut, das war zu fest. Aber da unten ist auch nirgends vom Boden versteckt, oder? Nee. Nee. Wir sind ja schon oft genug runtergefallen. Ja. Fuck! Ja, du auch! Machen wir nicht alles nach. Nicht? Nee. Ich dachte, das war so geplant. Boah, kannst du dich übrigens auch bei Twitch bei mir erinnern an die, an den Ding, also an den Emoji, auch auf Discord, was der Mario, der stirbt. Ja. Den gibt's heute, glaube ich, noch. Läuft nicht. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich will es aber schaffen. Warte, wie hieß das Level nochmal? Das ist ja komplett anders. Wenn ich halt im Multiplayer ein bisschen doof, da kannst du das Level, den Levelnamen nicht nochmal nachgucken. Das konntest du im Singleplayer, wenn du ein Level spielst, dann kannst du das ja machen. Also kannst du nochmal nachgucken, wenn da auch in der Beschreibung was steht und so weiter. Das kannst du im Multiplayer gar nicht. Das finde ich richtig bescheuert. Ach, Ziegensalat, was soll denn das wieder? Kein Bock mehr, ich mach das jetzt so. Ja, so ist auch richtig. Aber jetzt müssen wir einmal so machen, weißt du, weil das ist nämlich falsch. Du hast es einmal schon ausgelöst. Genau. Oh yeah, oh yeah! Blaue Plattform? Nee, ja auch. gleich direkt jetzt, aber... Okay, es ist nicht schaffbar.
Trampolin? Oder nee, Zeit? Die Zeit läuft weiter. Das ist das Problem. Und ich glaube, dann schaffst du den Sprung nämlich nicht. Weil da fliegt dieses scheiß Ding da weiter. Das ist das Problem. Also aufgeben? Nee, einmal will ich es probieren, eventuell, ob es klappt, aber. Gerade ja, aber gerade jetzt tendiere ich schon eher dazu. Also, meinetwegen können wir sofort aufgeben hier. Die Manche haben mich schon genug gefistet hier. Ja, gut, ich bin dafür. Verpieseln wir uns von hier. Ah, gut, hier. Jetzt gebe ich mir noch einen Try. Ja, gut. Ich hätte gesagt, das ist zu viel, Mann. Ja. Dafür ist das Skill leider, das Skill-Level zu niedrig. Na gut. Einfach ins nächste Level und let's go. Das will ich heute schon noch schaffen. Das ist mir wichtig. Weil dann haben wir eh länger keine Zeit zum Aufnehmen, also bitte. Du hast doch fünfmal gesagt, das sollte bei mir eigentlich auch klappen. Ja, aber es ist auch längere Zeit, trotzdem vielleicht klappt es ja nicht, weil wir wissen es ja nicht. Das stimmt. Aber ich glaube schon, weil ich habe den ganzen Tag Zeit. Den ganzen Tag. Und am nächsten Tag habe ich nämlich erst Spätschicht, das heißt, ich habe Glück. Oh, der Mond! Ich liebe den Mond. Oh. What the fuck, schwimmen wir? Ja. Eis. 30er Move. Keine Mucke fällt mir gerade auf. Doch, das Nachtthema, oder nicht? Ist das da nicht normal? Hä? Jetzt ist Mucke. Ich glaube, jetzt hat es sich geschaltet, oder? Jetzt hat sich das geschaltet, ja. Ich weiß aber nicht, wie sich das zurückschaltet. Vielleicht ist das. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck, vielleicht, dass da oben ein Steinblock versteckt ist. Dass es gewollt ist, dass du am Anfang einen Schock kriegst. Hä? Lol, jetzt bin ich wieder zurückgegangen, ich Idiot. Ich verstehe. Ich glaube, das stimmt schon so. Jetzt musst du nämlich hochschwimmen vielleicht und jetzt ist da vielleicht irgendwo was. Ist da irgendwo vielleicht ein versteckter Weg durch die Steinsägen, den du als Kleiner nicht gehen kannst? Ne, das ist nicht. Ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe. Ich auch noch nicht. Ich meine, ich hätte eine andere Idee, die wir machen können, um das Ganze zu umgehen. Du bist drin, okay, und springst und ich gehe rein, weil dann switcht das. Ja. Bist du gerade drin? Bin schon drin, ich bin drin, ja. Ja, ich werde gerade leider noch immer vom Feuer beschossen. Dito. Ich komme. Okay, geh nochmal raus und wieder rein. Ja, also so gut funktioniert das dann doch nicht. Kann man mit dem Super Mario Bros. 2 Pilz irgendwas machen, oder? Du kannst auf Gegenstände stehen, aber nicht auf Flammen. Das habe ich schon probiert. Vielleicht ist auch wieder was um Singleplayer geht. Das ist schon... Ja, hast du den Mond mal genutzt? Weißt du, was mir einfällt? Den Mond zu nutzen? Nee. Aber ich stehe ja die Zeit still im Offline. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass das erst dann switcht, wenn du drin bist. Ich glaube, das ist eins, was wirklich nur im Offline-Modus möglich ist. Wahrscheinlich. Das spiele ich dann in einer meiner Offline-Folgen wahrscheinlich nochmal. Na, passt. Ist lol. Halt so. Wie Lea einfach eine Story auf WhatsApp gemacht hat jetzt gerade. Okay. Schöner Random. Hat die das auch auf Instagram? Warte mal. Schöner Random Fact am Rand. Auf Instagram nicht, aber ich folge die doch auf Instagram, glaube ich, ja. Ne, habe ich halt gewohnt, ne? Ich gucke halt bei WhatsApp-Story. Oder Status heißt das ja da. Ist ja das Gleiche. Es hat einmal, mittlerweile jedes Social Media das Gleiche. Ja, und dann sehe ich auf einmal Lea Horror geht, weil ich die so eingespeichert habe. Und das hat mich gewundert. Ich meine, das Bild ist jetzt nicht sensationell, ist nur ein Bild von ihrem Manga-Regal, ne? Aber das war's.
Ja, manche sind stolz darauf. Du vielleicht nicht, aber... Ich mach morgen auch ein Foto und stell es auf Instagram. Ich glaube, wenn ich auf Konzert bin. Haben wir verkackt schon? Achso, nee, wir müssen unten durch. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Problem jetzt? Ja, ich halt. Scheiße. Sonst gibt es ja noch die gewünschte Schutzzeit. Und die nutze ich jetzt erstmal aus. Du, wenn du nicht im Weg stehen würdest! Du hast mich gekillt. Du spielst mir wieder im Weg hier. Das ist eine Röhre, aber, oder man geht weiter. Ich glaube, ich gehe lieber in die Röhre. Ah ne, da kommt nur ein Hothead raus. Oh. Hä? Ja, da rein wahrscheinlich irgendwie so. Okay, ich habe keine Ahnung. Auch nicht. Hä, was ist das denn schon wieder? Warum ist das so ein Kackwürfel? Aber man kann in die Röhre doch reingehen, okay. Gut, dann hat sich die Frage geklärt. Da kann man nicht reingehen, da ist nur der Hothead. Ja, da kommt ein Hothead raus, aber ich hab mir gedacht, da ist es wahrscheinlich nichts. Da! Der Knochen trocken. Hast du das gesehen? Ja, ich bin gerade in die Röhre reingegangen in dem Moment. Ah, okay. Ich verstehe deinen Schmerz. Ich warte mal lieber hier. Habibi, ich verstehe deinen Schmerz. Das stimmt, wie gut ich gewartet habe. Ich bin mal ganz schnell in grün reingegangen. Ey, das war richtig. Wobei nicht ganz. Okay, in rot geht's nicht. In blau geht's nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du es nicht erst in blau versucht? Rot geht auch nicht? Fuck. Ah. Ja, also es muss grün sein oder gelb. Ja, schnell mit Schutz dadurch, hätte ich gesagt. Brody! Ja, komm, mir nach. Ich muss sagen, die Buhu-Kreise, die feiere ich auch eigentlich. Bist du wirklich darüber der gleichen Meinung jetzt? Ich feiere die. Ja gut, dann kill ich dich einfach mal. Weißt du, denkt sich der Buhu. Scheiße! Ist doch nicht dein fucking Ernst, Alter. Es ist doch so ein Dreck schon wieder, ey. Also jetzt kriegen wir gerade gar nichts mehr. Wie viele McDonalds-Gutscheine haben die bekommen, Alter? Alle, die ich hatte, weil ich musste heute, glaube ich, um die 150 stempeln oder so. Wow! Ja, du! Oh, Mann, Alter! Kannst du jetzt einfach sterben und hier durchlaufen mit der Schutzzeit? Das ging sich nicht ganz aus. Okay, gut. Nee. Nee? Ich will nicht drüber reden. Ich auch nicht. Spring jetzt einfach rauf, runter, okay? Was ich gemacht habe. Ich hab's gesehen, was du gemacht hast. Ist der eine jetzt wirklich versetzt? Ja. Na gut, dein Try. Warte, ich... Warte jetzt, mal. Jetzt, komm, 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 komm. Du bist schon wieder viel zu schnell. Ich muss erstmal auf dich rumswitchen, Alter. Ja, ich bin nämlich in die Stacheln rein. Ja, hab ich gesehen. Schnell 50 Sekunden, wir müssen das Rätsel lösen. Guck mal, ob hier irgendwas ist. Nee, nee, das ist Cyclidos. Man hätte es ja probieren können. Man hätte es probieren können, nicht wahr? Hätte man, ja. Diese Stelle ist doch auch schon wieder Abfuck. Also, mittlerweile sind wir, glaube ich, erschöpft. Ja. Bist du rausgegangen? Ja. Ah, okay. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Ich glaube, ich muss mich jetzt selber deabonnieren, weil die 100 habe ich mir nicht mehr verdient. Ey, du kannst dich selber nicht mehr abonnieren. Deabonnieren. Dass ich wieder bei 99 stehe.
geht ja gar nicht. Du kannst mit deinem eigenen Kanal kannst du dich doch nicht deabonnieren. Nee, aber ich habe noch einen privaten Kanal. Oh, und mit dem hast du dich selbst abonniert. Ja, natürlich. Ich bin halt. Ich gucke halt meine eigenen Videos. Klassiker! Na gut, dann 20 Minuten sind vorbei. Wir haben gesagt, wir machen eine 20er. Den haben wir leider mit wenig Erfolg. Haben wir überhaupt ein Level geschafft? Ich glaube am Anfang ja. Oder sollen wir jetzt noch eins machen? Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Nee, dann lieber nicht. Na gut, dann ciao, Leute. Bevor es wieder 40-minütiger fast wird. Bis dahin. Ja, grüße, ciao, ciao. Ciao, ciao.